Es gibt ihn dann doch, den roten Teppich für die deutsche Kanzlerin in Russland, auch wenn Angela Merkel erst einen Tag nach der offiziellen Siegesfeier in Moskau eintrifft. Gemeinsam mit Russlands Präsident Putin spaziert Merkel an der Kremlmauer entlang. Die beiden sprechen direkt miteinander, ohne Übersetzer. Bilder, die nach den politischen Spannungen im Ukraine-Konflikt der letzten Monate mittlerweile fast unmöglich schienen. Am Grab des unbekannten Soldaten, innehalten, gedenken an alle Toten im Zweiten Weltkrieg. Auch an die Opfer der Sowjetunion im Kampf gegen Nazi-Deutschland. Das ist Merkels eigentliches Ziel in Moskau. Jenseits der gigantischen Militärschau am Roten Platz einen Tag zuvor. Aus der Geschichte lernen, Probleme friedlich zu lösen, das fordern beide als aktuelle Probleme auf den Tisch kommen. Allen voran der Ukraine-Konflikt. Wir haben aus den bitteren Erfahrungen der Geschichte gelernt, dass wir daran arbeiten müssen, auch in schwierigen Situationen, und eine solche schwierige Situation haben wir im Augenblick, diese mit friedlichen Mitteln und mit diplomatischen Mitteln zu überwinden. Wir haben vieles getan, damit sich die Beziehungen zwischen Russland und Deutschland erfolgreich entwickeln. Es gibt heute Probleme, aber je schneller diese Probleme aufhören, unser Verhältnis zu beeinflussen, desto besser ist es. Der Besuch von Angela Merkel in Moskau, ihr persönlicher Kontakt zu Wladimir Putin, könnte vielleicht dazu beitragen.